Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial von, ja, jetzt ist die Frage, wovon? Wie schon in der Überschrift steht, über den NAT-Typ. Ich werde euch zeigen, wie man den NAT-Typ bei MW2 und Call of Duty Black Ops 2 auf offen kriegt. Dafür braucht ihr diese UDP und TCP aktivieren an eurem Router. Ich mache das jetzt über die EasyBox 803A. Werde ich das euch jetzt zeigen, wenn er mal starten würde. Ah, jetzt. Gott sei Dank, was soll der jetzt denn? So, dann geht er auf den Router. Ja, da, 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 da. So, bei jedem Standardrouter bei Vodafone ist das, müsst ihr bei Nutzernamen ROOT und dann das Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann auf Anmelden. Dann müsst ihr auf Extras. Geht ihr auf DL. DLNAUPNP. Dann müsst ihr hier alles aktivieren. Wenn ihr das gemacht habt, ist es hier eigentlich schon so gut wie fertig. Da habt ihr dann alles drin. Dann müsst ihr auf Daten klicken. Einmal auf NAT. Auf DMC. DMC hier oben einschalten. Das müsst ihr, damit das auch klappen wird. Und dann hier müsst ihr dann die Ports einfügen. Erstmal müsst ihr eure eigene LAN-IP. Zum Beispiel mit. Vergessen. Ihr müsst noch cmd.exe suchen. Dann müsst ihr das hier als Administrator ausführen. Als Administrator ausführen. Dann habt ihr. Warte. Müsst ihr oben IP-config. Ja, mit N. So. Dann müsst ihr hier eingeben. Dann scrollt ihr etwas nach oben. Dann seht ihr eure. Die Standard-Dings ist für euren Router. Und die IPv4-Adresse ist eure IP. Die merkt ihr euch jetzt und dann gebt ihr die hier ein. Toll, jetzt habe ich die vergessen. Egal. 1, 6, 8, glaube ich, war das. Punkt. Ach, ich mache mal kurz eine Aufwärmpause und guck da. So, dann müsst ihr, ja, warten. Wie schon gesagt, die CCP kopieren. Wie ihr schon hier die Dings eingegeben habt, TCP müsst ihr da machen, dann hier LAN-Port und das hier bei öffentlicher Port wiederholen. Dann auf Aktivieren klicken und auf Einstellen. So, das machen wir jetzt mit allen Dingern. Jetzt muss er erstmal laden. Das nächste ist beim TCP das hier. Müsst ihr hier, könnt ihr den hier dann runterziehen. Ja. So, TCP, kopieren, kopieren, einfügen. So, und einstellen. Dann das nächste bei UDP. UDP. So. Wieder runterziehen. UDP. Einfügen und einfügen und dann aktivieren. Beim nächsten genauso. Und beim nächsten und beim übernächsten auch so und dann. Hier so, UDP, so, so, so und das nächste. Kopieren. Und dann nochmal. Das ist erstmal eine Heidenarbeit, bis ihr das dann gemacht habt. Habt ihr dann alle eingefügt. Der nächste. Oh, da. So, dann müsst ihr hier, nächste, WAP, UDP, WAP, WAP, aktivieren, nächste, oh, nur noch zwei. Ah, ein Ping von 1022, ja, das kommt noch zu kleinen Lags dann nur, aber mehr auch nicht. Das macht jetzt nicht so großes aus. So, und der letzte. So. Ja, jetzt hätte ich beinahe das eingefügt. So, UDP, der letzte. So, so. Weil, wie man schon auffällt, bei TCP ist nicht sehr viel, weil bei TCP die meisten Ports schon von Haus aus aktiviert sind. Bei manchen ist es auch von Haus aus schon auf offen.
So, und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Dann könnt ihr das jetzt schließen. Nichts weiteres, dann könnt ihr das hier aufschließen. Ich bin ein Rassist und finde es gut. Ja. Ja, das, wir wissen alle, dass Techi ein Rassist ist. Und ich glaube, wir schalten mal kurz ein TS zum Techi. So, Techi, Sie haben ja gerade geschrieben, dass Sie ra ein Rassist sind und gut finden. Sie können jetzt auch was dazu äußern. Und warum finden Sie es gut so? Ja, okay. Und wen beleidigen Sie so zum Bezug? Also, auf wen reagieren Sie? Ja, wenn du selber schwarz bist. Ja, das ist schlau. So. Ja. Ja, dann mögen wir uns dann sehen wir uns wieder im Game, wie das dann aussieht mit dem Nativ offen. Dann bis später im Game. Ciao. Hallo, willkommen zurück. Jetzt sind wir im Game. Jetzt starten wir wieder kurz bei Spielen. Das sieht man hier. Der Nat-Typ ist jetzt offen. Und wir haben auch gerade einen Test-Dummy dabei, der immer noch gesagt hat, dass er ein Rassist ist. Und schwarz, bitte. Ja, und schwarz ist. Und der mag keine Schwarzen. Also ich join jetzt mal in dem Lobby. Jetzt steht ein Verbindungsaufbau. Also es könnte am Anfang immer ein bisschen haken. Aber wie man sieht, ich komme jetzt in seine Lobby rein. Und das klappt auch, egal bei welchem, auch bei Black Ops 2 zum Beispiel jetzt. Das klappt sofort. Da, hier braucht es immer ein bisschen. Aber das war's auch. Uns will der Rassist auch noch irgendwas sagen. Vielleicht sollte ich es auch noch bei dir rein joinen, weil du hast ja auch jetzt den Nacken offen. Ja, okay, warte. So, dann kannst du mir jetzt reinjoinen. Oh, das geht auch. Ja, es geht auch sofort. Diesmal ging es schneller als bei mir, aber keine Ahnung Warte, ich warum. will mal kurz weg, mal's probieren. Tschö. Ciao. Ja. Dann hinterlasst ein Abo, schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es gut findet. Und Und ciao. kommt auf den TS. Ja, und kommt auf den TS. Wir sind immer on, wir warten auf euch.